Ja, als erstes möchte ich Werder Bremen gratulieren zum Sieg und dann auch zum direkten Klassenerhalt. Glückwunsch. Also aus meiner Sicht war Werder Bremen über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben es nicht geschafft, Ruhe in unser Spiel zu bringen. Wir haben zu viel leichte Ballverluste gehabt, konnten den zweiten Ball, der immer abfällt, nicht in unseren Reihen halten, dementsprechend für Entlastung sorgen. Da haben eigentlich, ich glaube, ja, 90% der Bälle Minimum sind bei Werder Bremen gelandet. Und dadurch kam es zustande, dass eine Welle nach der anderen auf unser Tor rollte. Wobei Werder Bremen jetzt, wenn ich 90 Minuten betrachte, in der ersten Halbzeit keine einzige Torschance hatte. Zweite Halbzeit der Schuss von Unja, beziehungsweise dann das Tor. Ärgerlich für uns, da es in der 88. Minute passierte. Die Mannschaft hat alles gegeben, was defensiv machbar war. Nach vorne, wie gesagt, waren wir zu destruktiv. Dass die Jungs natürlich enttäuscht sind, das ist doch ganz klar. Denn wenn man so kurz vor Schluss die Niederlage kassiert, dann ist keiner glücklich. Aber es liegt ja auch letzten Endes am Trainer, beziehungsweise an uns, die wir im Staff sind, die Mannschaft wieder aufzurichten. Und da geht es gleich nach dem Schlusspfiff. Wir können nicht abwarten, bis wir nach Hause fahren, bis wir uns morgen treffen. Das war eine spontane Geschichte. Ich habe den Jungs gesagt, okay, Jungs, wir haben jetzt das Spiel verloren, wir sind in der Relegation, aber wir sind jetzt hingefallen, aber diejenigen, die aufstehen, das sind die wichtigen. Und wir werden wieder aufstehen und werden am Donnerstag und am Montag eine Top-Leistung liefern müssen, dass wir dann auch in der Liga bleiben.